Jo, 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 guten Morgen, guten Abend zusammen, was wir auch haben. Wie gesagt, wir laden euch hier herzlich ein bei Fiesta auf den Server Ibit zu Magical Heroes, unserer Gilde, mit Bindestrich dazwischen. Das wird hier leider nicht im Augenblick angezeigt, aber ihr seht es auch über den Köpfen der Avatare. Und ja. Ich kann nur sagen, dass wir hier auf soziales Miteinander achten. Eben nicht, dass uns wichtig ist, ein Power-Level oder ja, uns mega dolle zu positionieren oben, ja, sondern dass wir eine Gilde aufbauen wollen, in der man sozial, menschlich, human miteinander umgeht, in der man eben auch Fiesta entdecken kann, auch helfen kann bei Fiesta an anderen eben, die neu ankommen, länger nicht da waren, wieder ins Spiel reinzukommen. Wie gesagt, es gibt hier viel zu entdecken, man kann viel machen, man kann unter anderem eben kämpfen, man kann ja, sammeln, man kann handeln, man kann seine Fähigkeiten aufbessern, ja, man kann alles, was im Fantasiebereich eigentlich möglich ist, hier auch das Leben, das eben zusammen. Und ja, ich lade euch hier ein, wenn ihr Interesse habt, an eine Gilde mitzuwirken, die im sozialen Bereich ist, ja, wo man sozial und menschlich miteinander umgeht, wo man sich kennenlernen kann. Dafür geht es für mich nämlich auch in solchen Fantasy Games eben nicht nur, dass man sich power levelt, sondern auch, dass man, wie man hier auch sieht, sich mit den Fähigkeiten auseinandersetzt, dass es dann auch seine eigenen Fähigkeiten aufzuwerten geht. Und da muss man nicht Level 135 sein, sondern der hier ist auch jetzt erst 35 oder so, ist dort an seinen Produktionsfähigkeiten am Arbeiten. Ja, sowas kann man dann hier zum Beispiel machen, man kann Produktionsfähigkeiten aufbauen, dann da eben durch auch was verdienen oder eben auch anders handeln, billig einkaufen, teuer verkaufen, wie man es auch möchte. Leider ist eben in Fiesta die Serverwarte ziemlich leer. Ja, es sind nicht viele da. Das versuche ich hier auch ein bisschen mit anzuspornen, dass vielleicht mehr Leute wieder Interesse finden, Fiesta zu spielen. Ich zeige hier auch eben jetzt keine großen Kampfszenen oder sowas, weil davon gibt es genug Clips und eben geht es den meisten auch darum. Ich zeige hier hauptsächlich auch Elde, weil Elde im Moment sehr leer ist, was ich schade finde. Es war eine Handelszentrale damals, also wo man an- und verkaufen konnte. Ich würde es eben schön finden, wenn man hier wieder auf was aufbauen könnte. Ja, und ich wurde eben auch angesprochen in einer Gruppe, dass jemand da auch ab Level 100 nur noch Langeweile hat und damit aufgehört hatte. Es geht hier nicht um Power Level. Es geht hier nicht um Power Level und dann wirklich nur noch aus Langeweile oben rumzugammeln. Mir geht es hier darum, Menschen kennenzulernen, andere User eben auch. Hinter jedem PC steckt eben ein Mensch. Und eben auch, dass man innerhalb der Gilde so oft miteinander umgeht, dass man wirklich mit Menschen zu tun hat. Ja, darum geht es dieser Gilde Magical Heroes, eben Fantasy zu erleben, hier Spaß zu haben in Fiesta Online und eben auch ja, sich gegenseitig zu unterstützen, sich zu helfen. Und eben auch ganz klar geht es nicht darum, hier einfach nur hochzupowern, dann oben mit 135 rumzuhängen und Langeweile zu schieben. Man kann hier auch weitaus mehr machen, als nur zu leveln und dann oben zu sitzen. Ja, man kann hier helfen, man kann hier miteinander was erleben, man kann hier zusammen was aufbauen und darum geht es eben hier. Eine neue Gilde ist am Start, die Magical Heroes. Und da laden wir euch eben ein, dass wir eben zusammen eine Gilde aufbauen können, eine Gilde erweitern können. Und es wäre möglich, wenn die richtigen Leute mitmachen, dass man eben auch sozial, human umgehen kann, sich gegenseitig helfen kann. Ja, und eben Fiesta auch wieder ein bisschen Leben einhaucht. Ja, darum wird es mir gehen. Wie gesagt, ich bin Chef dieser Gilde. Es gibt noch eine, die ich als Anvertraute habe, die meine
rechte Hand sozusagen ist hier, die Mitentscheidungen genauso trifft über die Gilde etc. Wir haben uns auch geeinigt eben, dass wir ab Level 60 aufnehmen in die Gilde. Eben, dass Leute schon Erfahrung haben und gewissen Wert voraussetzen. Andere machen ab 70 oder höher, darauf legen wir jetzt keinen Wert, wir sind auch keine große Gilde. Wir sind neu am Start hier, wie gesagt. Wir laden euch aber alle herzlich ein, eben in unsere Acker zu kommen, auch wenn ihr kleiner seid.